Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Darkest Tales. Ja, was soll ich dir kurz sagen? Das ist ein kleines, ist ein Indie-Spiel, ich glaube schon. Gibt's kostenlos auf Steam, ist aber, wie gesagt, nur der Prolog von dem eigentlichen Spiel. Den gibt's halt kostenlos, das richtige Spiel ist noch nicht draußen. Ne? Aber ich dachte mir, ich schaue mal da rein, es sah irgendwie auf den Bildern ganz lustig aus, wurde mir mal vorgeschlagen. Sonst habe ich mir jetzt noch nicht so viel darüber angeschaut. Und da dachte ich mal, das können wir ja mit. Kann ich mir ja mit euch mal zusammen anschauen. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie lang das jetzt ist. Wenn es der Prolog ist, vielleicht eine Stunde oder so, keine Ahnung. Ja, wir werden es einfach mal sehen. Und sagen wir einfach mal, ein neues Spiel. Slot 1. Ja, den nehmen wir. Der ist genauso gut wie Slot 2 und Slot 3. Once upon a time, in a little room immersed in the stillness of the night, a little light was flickering, seemingly unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights. But now, something was troubling her deeply. The little light gathered her magical energy and began to flutter around the room. She needed to clear her mind. She paused to look at a picture of her keeper, Alicia, with the thoughtful but determined air of someone who knows it's time to act. The girl with the sweet and ready smile was in a dark place, but the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Na, mal gucken. Oh, Spielzeugkiste. Let's go! Coming out, you old furbrain! Nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever. Rest assured, I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks! There's no time to waste. She's been taken by dream demons. What do I know about dealing with demons and sick girls? But Alicia... Not interested. I always said you were just a stupid egotist. And she kept on believing you were a hero. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've got to be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, did she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? And now, you're refusing to help her because she abandoned you. Why wouldn't she want to play with this stupid, filthy old bear anymore? Well, let me spell it out for you. You're pathetic, cowardly, despicable. Darnation, enough with the sermon already. Just tell me what's going on, and then turn yourself off. Aw, poor unfeeling bear. Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep. I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious. Sounds like hogwash to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, parasite! Okay, okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world. You protected her from monsters in her sleep for years. Ah, so you finally admit that Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't brag too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you. So what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe I didn't explain. You've already explained plenty, parasite. I don't want to be anyone's hero.
But you and these demons are really starting to get under my fur. Believe me, you have no idea how frustrated a stuffed animal can get, shut away in a box for so long. Oh, der wäre so wie cool. Der typische angepisste Plüschbär. Wer kennt die nicht? Ihr habt doch bestimmt auch noch irgendeinen in der Kiste. Müsst ihr vielleicht mal wieder rausholen. Let's go, Bear! Oh. Oh, jetzt sind wir anscheinend im Traum von der Alisa. Und wir steuern den Bären. Irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen. Ah ja, okay. Das komische Licht. Och, nerv nicht. Das komische Licht ist so ein bisschen wie dieses, diese komische Feder, die es auch bei Zelda gibt, die glaube ich auch. Das Kerzen? Okay, ich darf nicht auf Kerzen springen, die machen Aua. Achso, jetzt gehen wir hier aufs Bett drauf. Huch! Lol, jetzt haben wir einen Umhang. Wieso ist das der Umhangsbär? Wo sind unsere Lichtchen hin? Und es bleibt einfach zu Hause, wo es warm ist. Typisch. What a strange smell. And who might you be? You don't smell like a filthy wolf. Are you lost by any chance? I guess so. But if you would be so kind as to show me the path, be on my way. A serious error of judgment, my dear. Didn't your mother warn you about getting lost? It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to tear you to shreds. And they've already caught your scent. So, am I done for? There might be a way to save your fur, if you can get to my grandma's house quickly. If you'd let me get up, I'd already be on my way. Try not to lose your way this time. These howls are giving me the creeps. But we aren't here to run away. We're here to fight, right? To run away. We have to find a weapon. You won't last long without one. Jetzt wissen wir also auch, wie Rotkäppchen zu ihrer roten Kappe gekommen ist. Beziehungsweise, warum die Kappe rot ist. Das verschweigen wir doch, Grimms Märchen. In Wahrheit hat Rotkäppchen einfach den Wolf gefressen und auseinandergeschlachtet. Man nennt sie auch Rotkäppchen die Schlechterin. Was ist denn das für ein Spiegel? Die Traumwelten sind über Teleportspiegel miteinander verbunden. Wieder ein Level aus. Ich kann nur das auswählen. Achso, das sind wahrscheinlich so wie... Ah, okay. Du bist hier. Ja, das weiß ich. Wie auch ein Schnellreisepunkt. Da vermute ich mir, dass man später nochmal zu Gebieten zurückgehen kann. Vielleicht gibt es irgendwelche Collectibles oder irgend sowas. Oh, da unten ist wieder... Was träumt dieses kleine Mädchen hier eigentlich? Das ist auch nur ein Wolf, oder? Ein zermatschter Wolf. Au! Der macht Schaden, der Wolf. Kann ich vielleicht hier drüber? Dann? Hui! Kann ich einen Doppelsprung machen? Nee, geht nicht. Ach so, alles was so rot umrandet ist, macht mir Schaden. Hier seht ihr ja, die sind diese Flöcke. Normal, wenn die...
so weit reinragen ins Level, dass sie gefährlich sind, sind sie rot umrandet. Ich glaube, die Kerzen waren auch rot umrandet. Okay, muss ich mal aufpassen auf rot umrandete Sachen. Spielzeugwölfe! Au, hab ich gebissen. Okay, die können anscheinend nicht. Kann ich hier auf dem. Ach, schade. Ich wollte gucken, ob ich ihn auf den Schlüssel springen kann, dass dann vielleicht irgendwie ich sie damit besiegen kann, aber. Nö. Kann ich sprinten oder sowas? Nee. Okay, ich kann nur springen. Okay, Rotkäppchen ist schon weg. Wir müssen einfach nur durchlaufen. Huch, wo kommt auf einmal so ein Wolf von vorne? Au. Wo ist er noch nicht da? Ach gut, kann natürlich sein, dass der vor uns einfach gespawnt ist. Und jetzt ist der da, weil, ich ja gestorben bin, jetzt nochmal den Weg laufe. What the fuck ist das? Kann ich in der Ebene höher? Nee. Aua, was hab. Ach, ich kann hier gar nicht draufstehen. Ich dachte, dieser Felsrung, da kann ich draufstehen. Oh nein. Der Spiegel beobachtet deinen Fortschritt. Okay, das sind also Safe Points. Au, au. Wait, Bear, your seams won't last long. But don't worry, stay still for a few moments. I'll use my magic to mend you. Can you at least try to be a bit more careful? Bear with me, Bear, and stop moaning. There you are, good as new. Sollen wir die uns 40 geheilt? You did a surprisingly good job. I know, pretty impressive, right? The only impressive thing around here is your ego. Freigeschaltet, heilen. Halte H gedrückt, um die Wunden zu nähen. Der Heilungsbedarf verbraucht Mana. Wir haben Mana. Ach, da oben, die Kugel. Okay. Kann ich auf den Knopf drücken? Nee, kann ich nicht. Kann ich mich nochmal heilen? Ah ja, jetzt habe ich wieder 4 Leben. Muss nur noch rausfinden, wie ich wieder Mana herstelle. Meine Maus hier irgendwie zur Seite. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt die Maus im Bildschirm gesehen habt. Ach, wieder so ein Wolf. Ja gut, ich komme hier aber auch nicht rüber. Kann nicht so hoch springen. Sind hier auch Stacheln, gefährliche Stacheln. Au. Au. Nee, okay. Jetzt habe ich einfach 2 Leben umsonst verloren. Na danke. Au. Jetzt muss ich nochmal heilen. Ich habe kein Mana mehr. Mist. Ich habe noch Mana, aber es reicht nicht fürs Heilen. Wie kriege ich Mana? Was denn das? Ranken und Wake and Fear Wolves, a rusty pair of scissors. Eine rostige Schere. Don't you recognize them? They are the scissors Alicia wasn't allowed to play with as a child. You won't find a better weapon in this world. All they need is a little magic. Oh, wow. The scissors have gotten rid of that pesky bug. Maybe they really are as powerful as she said. Charming as always, but do try to be more careful. I fused my magic with theirs to awaken their true power. You can do it. Come and get them. Splendid. Now we're talking. Let's find out what these monsters are made of. Also geil. Das ist ein Doppelschwert, was früher eine Schere war, womit ich nicht spielen durfte. Drücke Steuerung, um deine Feinde aufzuschlitzen. Wie cool, das hat doch diesen Scheren-Sound.
sowieso ist bei diesen neueren Spielen mit besserer Grafik und so, erkennt man manchmal nicht, was Hintergrund ist, also bei diesen Sidescroll-Sachen, was Hintergrund ist und was wirklich laufbare Ebene ist. Kill them all anyway. I'm not taking orders from a petulant pair of scissors. Just concentrate on the task at hand. By absorbing their powers, we will become stronger and stronger. It's the only way we can save Alicia. Ah, jetzt hat man da oben neben. Okay, ich habe ein bisschen Mana bekommen. Und da oben neben der Mana-Kugel ist jetzt so ein gelber Strahl irgendwie. Wie ist das lang? Kann ich die ja auch zur kaputt schnetzeln? Ich glaube nicht. Ich könnte jetzt hier runter oder oben lang. Ich gehe erstmal unten lang. Zack und zack. Nee, ich gehe doch nicht unten lang. Hier sind. Komme ich wahrscheinlich später lang. Da oben ist so eine Fledermaus unter der Decke. Ich vermute mal, dass ich irgendwann eine Fähigkeit oder irgendein Gadget bekomme, womit ich mit der Fledermaus fliegen kann. Irgendwie blöd, ich nur noch ein Leben. Ich kann mich ja wieder heilen. Merke ich ja gerade. Nehme ich mal zusammen hier. So, jetzt kann ich mal gucken, ob die Krankenwagen Schaden machen. Aber ja, machen sie. Gut, das war's dann mit heilen. Das hier? Eine fleischfressende Pflanze. None of our attacks seem to work. Ja, ich merk's. Was mache ich denn da jetzt? Ich weiß, dass keine meiner Angriffe wirken, aber wo soll ich denn sonst lang gehen? Achso, jetzt, ach, jetzt ist hier die Ranken frei. Okay. Huch. Eine Fledermaus jetzt. So, wir haben wieder ein bisschen Energie und Mana bekommen. Kann ich mich wieder heilen? Ja. Just once, could you make yourself useful without bragging about it? With the energy we have absorbed, I can enhance our skills. I hope these skills you're so proud of are worth the time I have to spend putting up with you. Oh, bear of little faith. Level up. Boah, sogar Skillbaum hier, meine Güte. Hier muss ich wahrscheinlich doch mal die Maus benutzen, ja. Ach, hier ist noch ein Platzhalter. Besiege Traumdämonen und sammle ihre Essenz, damit du die mächtigen Upgrades freischalten kannst. Sobald du genug Essenz gesammelt hast, erhältst du Skillpunkte, in dem Skillbaum ausgeben kannst. Ja. Heilen. Auch Helden müssen geheilt werden. Lichtlein kann jetzt seine Wunden heilen. Achso, das haben wir ja schon. Achso, und die Schere, mit der Alicia als Kind nicht spielen durfte. Mit diesem bisschen Magie wird sie zu einer schnellen und tödlichen Waffe. Achso, das sind unsere Grundfähigkeiten. Da gibt es wahrscheinlich noch hier irgendwas, wo man dann später erst. Ja. Erlange, was haben wir denn hier? Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit leichter Waffen. Erhöht den Schaden leichter Waffen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit leichter Waffen. Erhöht die Angriffsreichweite leichter Waffen. Okay, was haben wir hier? Fügt einer Lebensleiste ein Trefferpunkt hinzu. Und erhöht die Heilungsgeschwindigkeit. Boah. Ich glaube, ich mache mal das mit Gesundheit. Weil Kampf haben wir jetzt so, die Kämpfe waren jetzt noch nicht so schwierig.
dass ich es ohne mit den normalen Angriffen das noch nicht geschafft hätte. Aber ich meisten Schaden kriege ich ja, ich habe ja noch nie einmal im Kampf Schaden gekriegt. Meisten Schaden kriege ich durch Umgebungssachen. Und wenn ich ja nicht ganz so schnell abnibble, ist vielleicht gar nicht eine schlechte Idee. Oh, jetzt kann ich dem gar keinen Schaden mehr machen. Oh, da fällt mir ein, ob ich nochmal zurückgehen kann, wo ich die Scheren genommen habe, bin ich ja dann nach rechts gegangen. Vielleicht kann ich nochmal nach links gehen, um da die... Da war ja auch nochmal so ein Stachelvieh und so ein Wolf da unten. Mist, ich kann nicht mehr zurück. Da muss ich erstmal so einen Reisespiegel finden, dann könnte ich rein theoretisch zurückgehen. Muss ich noch dran denken. Oh, ist das hier ein Reisespiegel? Ne, ist ein normaler Spiegel, ein Speicherspiegel. Was ist das? I love the way you slaughter those revolting wolves. I delight in the hatred. I see burning in your eyes, a reflection of my own loathing. What in tarnation is this monster? Did you kill it? All on your own? He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out, but seeing you fight got me so excited, so I wanted to surprise you. With a giant corpse. How thoughtful of you. Wie aufmerksam. No, my dear. That's not a surprise. Help! Help! This bear killed the king of the wolves! Here's your surprise. A fight that will drench the entire forest in blood. Oh mein Gott, Rotkäppchen ist ein Psycho. Au, ah, ich bin tot. Ja, super Überraschung, Rotkäppchen. Wirklich prima. Ich frage mich nur, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich sterbe, außer dass ich den letzten Abschnitt nochmal so ein bisschen wiederholen muss. Aber das ist ja voll cool, wenn ich hier schlage, schnipsel ich auch die Umgebung mit weg. Das ist richtig so lebendes. Er lebt ja nicht mehr, der Wolfskönig. Aber es gibt halt so nach, wenn ich drauf springe auf ihn. So, kommen hier noch ein paar. Ich will Erfahrungspunkte. Oh, das war's anscheinend. Nee, da ist noch einer. Achso, in der Hinsicht hat natürlich Angriffsgeschwindigkeit nicht schlecht. So cool gemacht. Weil ich dann mehr... die wahrscheinlich schneller angreifen könnte, ey, die zu mir rankommen und mir Schaden machen. Okay, noch ein Wolf kommt aber nicht. Gut. Hier, hier. Muss ich jetzt auf die Kralle drauf? Ah ja. Kann ich den mal auf den Kopf springen? Nee, das geht nicht. Das ist so makaber. Obwohl, wenn ich nur schnell genug drücke, aber und schnell genug anfange, dass ich ihnen Schaden mache, bevor die bei mir sind, dann klappt das auch. So immer schön heilen, weil ich krieg ja Mana durch. Komm rüber. So, den Hammer. Oh, was ist denn das da? Irgend so eine
Ja, für eine neue Fähigkeit, um Doppelsprung oder sowas. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich an die rankomme. Sprungkissen? Klassiker. Okay, jetzt müssen wir warten, bis der wieder. Oh. Kann ich das kaputt schneiden? Nee, geht nicht. Schade. Oh, an diese Dinger muss ich wahrscheinlich von hinten immer rankommen, weil sonst machen die ja eher stachelig. Aber dafür haben sie auch nur zwei Leben. Fledermaus, oder? Aua. Los, komm her. Ist das da oben? Stimmt. Dranspringen ist vielleicht nicht ganz so günstig. So, hier sind wir. Aua! Das war mies! Au, das war auch gemein. Huch. Au. Oh, der Wolf ist wieder da. Ich soll mich jetzt mal heilen, den dann da oben besiegen, damit ich meinen Mana wieder kriege. Aber dass natürlich der jetzt hier unten respawnt in der Zeit, war natürlich nicht so gedacht. Okay, die Fledermaus ist nicht respawnt. Blue. Da hinten ist aber noch eine Fledermaus, aber egal. So, gleich heilen. Aber da ist ja irgendwo bei dieser Fähigkeit davor, also ich vermute mal, dass es eine Fähigkeit ist, zumindest sieht es so aus wie eine. Da ist ja so eine Steinwand davor. Vielleicht kriege ich irgendwann dann den Skill, Steinwände zu zerstören. Und dann muss ich nochmal hier hin zurück, um das dann einzusammeln. Level up! Dann geben wir mal ein Level up. Nee, Skillbaum will ich. So, Skillbaum. Willst du mich verarschen? Jetzt. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich glaube, jetzt nehme ich mal wirklich mal schnelleren Angriff. Oh ja, bin ich deutlich schneller. Okay, aber den kann ich immer noch nicht mit zwei schlagen. Ich hätte gedacht, dass ich ihn vielleicht nur zweimal schlagen muss und dann. Also, dass ich es schaffe, zweimal zu schlagen, bevor der in seinen Stachelmodus geht. Aber nein. So. Ich denke mal, es hat sich die Musik geändert. Wir sind jetzt nur safe. Haben jetzt hier auch einen guten Speicherpunkt erlangt. Und ich würde sagen, das reicht erstmal so für die erste Folge, für den ersten Eindruck. Ich muss sagen, für den ersten Eindruck finde ich es irgendwie ziemlich geil. Ich habe mir überhaupt nicht so viel erwartet. Ich habe das einfach nur mal so nur von Bildern her gesehen und so. Oh, sieht ganz nett aus und ist free to play. Kann man ja eigentlich nichts verkehrt machen. Aber das hat mich ja jetzt für den ersten Anspiel so richtig positiv überrascht. Halt so ein bisschen so düsteres Szenario. Aber halt irgendwie so mit dem Bären, der ist irgendwie so cool, voll der gelangweilte Teddybär mit seinem nervigen Lichtelf oder was auch immer das ist. Mal schauen, wo das hinführt. Ich hoffe mal, der Produkt geht noch ein bisschen. Weil, glaube ich, ein Release-Datum gibt es, glaube ich, noch nicht. Oder ich habe noch keins gefunden, also fürs Hauptspiel dann. Aber das könnte sein, dass ich das dann sogar da noch weiterspiele. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch so den ersten Eindruck gefallen hat. Vom Spiel oder ob ihr es vielleicht auch mal selber spielen werdet, zumindest den Prolog. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao, ciao.